Hallo ihr Lieben. So, also als allererstes mal, sorry, dass die Woche nichts kam. Ich fahre ja in Kaiserslautern Taxi und wir hatten Aufstiegsfeier. Heißt, ich bin am Montag gefahren, ich bin am Dienstag gefahren, ich bin am Mittwoch gefahren, gestern Abend platt. Also ich war von Mittwoch auf Donnerstag nachts 15 Stunden unterwegs. Ich habe um 4 angefangen. Und habe, ja, nach 15 Stunden Feierabend gemacht und war wirklich, wirklich schicht. Ich bin gestern Abend um 7:30 aus dem Körbchen gekrabbelt, komplett hinüber, habe gestern nichts gemacht, war auch nicht bei Tarosta angemeldet 3 Tage, weil ich einfach, ja, viel zu tun hatte. Es war eine Hammerstimmung in Kaiserslautern. Ich bin kein Fußballer, das wisst ihr ja, ich bin, wenn ihr mögt, ich bin Fasnachter. Aber ich bin fußballinfiziert. Wirklich wahr. Ganz Kaiserslautern war am Mittwoch, da war Aufstiegsfeier auf dem Stiftsplatz und ja, die Jungs sind abends noch mal ins Luder gegangen. Kaiserslautern war rot-weiß. Ich kann es nicht anders sagen. Hammerschöne Energie. Ich habe jetzt zu den Mädels gesagt und zu den Jungs, also es sieht so aus, dass ich war noch nicht durch hier, ich habe noch 12,70 € auf dem Ding stehe. Beim ersten Heimspiel des ersten FC Kaiserslautern ist die Marion im Stadion, die nie, 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 nie etwas mit Fußball zu tun hat. Nie. Ich finde es total klasse. Letzte hat einer gesagt, naja, du bist ein Mainzer-Mädchen, jetzt warst du noch ein Lautern-Mädchen. Alla hopp, es ist wie es ist. So, alla, jetzt gucken wir mal, was bringt es Wochenende? Was bringt es Wochenende? Sollen wir gucken, was es Wochenende bringt? Oder sollen wir gucken, was der Herzmensch macht? Der Herzmensch kriege ich gerade. Also, wie geht's mit dem Herzmensch in nächster Zeit weiter? Da will schon was raus. Feste Verankerung, Seelenpartnerschaft, weise Gespräche werden geführt. Es kommt eine schnelle, eine schöne Energie rein. Ja, ich weiß, die Kat könnt ihr alle leider. Es ist die Geduld. Mir braucht halt noch ein bisschen Geduld. Lasst es bitte fließen. Es ist zweimal Wasser gefallen. Wenn du es nach oben abgibst und lässt fließen, kommt alles zu dir, so wie es bestellt ist. Man muss natürlich auch dran glauben. Hier, die Wunscherfüllung. Gerade wie ich es gesagt habe, wie es bestellt ist. Die Wunscherfüllung. Glaube daran. Gib deine Wünsche ans Universum ab. Die sind mir zu viel. Da wollen sie auch nicht übertreiben jetzt. So. Guck mal da. Besser geht nicht fürs Wochenende. Oder es kommt Heilung rein. Ihr seht es all, ihr wollt. Ja, Gespräche. Gespräche sind einfach immer das A und O. Man muss über Gespräche klären, was man möchte, was man nicht möchte. Man muss über die Gefühle reden. Ganz über die Gefühle müsst ihr sprechen. Nichts zurückhalte, Angst habe, um Gottes Willen, jetzt rede ich ihm auf den Schlips, jetzt ist er weg. Nee, offen und ehrlich über Gespräche reden. Gibt da vielleicht ein bisschen ein ruppiges Gespräch, macht aber nichts. Weil, guck mal hier, wie schön. Neuanfang in kleinen Schritten spiegelt auf das Glück. 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate. Ein bisschen Geduld noch. Was sind 2 Monate? Ich habe gerade vorhin gedacht, ey, jetzt haben wir Juni, wo sind das halbe Jahr geblieben? So. Ich kann nur von mir reden, was im letzten halben Jahr für mich all passiert ist. Hammer. Ich habe alles nach oben abgegeben. Wunderschön. Und ich muss euch jetzt wirklich sagen, je mehr ich etwas nach oben abgeben, aus meinen Ängsten rausgehe, die ich ja logischerweise auch habe, in verschiedenen Situationen. Umso leichter ist es auf einmal. Umso besser wird es von oben geklärt. Also das Universum ist immer, immer für uns da. Und es macht nichts zu unserem Schlechten. Es macht immer nur zu unserem Guten etwas. Auch wenn man manchmal denkt, die haben mich vergessen, aber was ist denn da los? Machen die gerade Kaffeekränzchen? Nee. Dann sind sie dir zusammen und beraten, wie es weitergeht. Wie der beste Weg für dich ist, wie es weitergeht. Da darf ich dir natürlich auch einen Kaffee dabei trinken. Mein Papa, der jetzt sage, hör mir auf mit dem Kaffee, ich trinke lieber Kaltwarsteine dazu. Auch das. So, also, er kommt als Freund wieder ums Eck, haben wir immer wieder. Diese feste Verbindung zwischen euch, die bleibt bestehen.
Immer wieder, liegt diagonal zur Geduld. Wenn du Geduld hast und lässt es fließen, ist alles schick. Nicht kontrollieren, ist er bei Facebook online, was schreibt er gerade bei Instagram, ist er online, ist er nicht online. Und es ist viel beruhigter, wenn man es nicht macht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So, eine Karte noch, bitte, liebes Universum. So, jetzt, das war jetzt die eine Karte, die ihr noch mit raus wollte. Ihr seht hier, ihr seht es gar nicht, ich hätte sie jetzt auch unter die Tischfalle lassen können, mache ich aber nicht. Hier sind noch drei Karten mit rausgesprungen, die wollen noch dazu, die nehmen wir auch noch dazu. Und der Seite vom Kartendeck, was soll ich sagen, bist du. Er ist sehr mit seinen Gedanken bei dir. Also er spürt diese tiefen Gefühle zu dir. Also nicht nur du hast diese Gefühle. Und du möchtest jetzt endlich hier in die Heilung kommen, was dein Herz betrifft. Er auch. Er braucht halt noch ein bisschen. So. Was? Also kein Wunder, dass ich die noch mit herausnehmen soll. Also die Nachricht. Er hat Angst davor. Er ist noch in seinem Turm. Ihr braucht noch ein bisschen Geduld. Noch ist er in seinem Turm und er dümpelt nicht mehr hier ganz ohne im Dunkeln. Er ist schon so ein bisschen hier. Wenn er noch ein bisschen hochkrabbelt tut, kann er hier ins Helle gucken. Noch hat er Angst davor, eine Entscheidung zu treffen. Er wird aber mit Nachrichten auf dich zukommen. Es werden schöne Nachrichten kommen. Es werden Nachrichten von Herz zu Herz kommen. Wie gesagt, jetzt vielleicht nicht Kleinheit oder Mäue. Es wäre natürlich sehr schön, wenn ihr alle dabei seid. Und morgen würde er sich melden, wird sagen, Schatz, ich hätte gerne neu anfangen mit dir. Ich habe mich jetzt hier getrennt von Black Mamba. Ich möchte mich mit dir fest verankern. Ich möchte endlich in die Heilung kommen, weil ich dich liebe, weil ich Gefühle für dich habe. Aber hier, die zwei Monate. Zwei Monate liegen neben der Geduld. Also bitte habt noch etwas Geduld. So. Und dann auch im Gespräch, bitte klar und deutlich werden. Nicht mehr wischiwaschi und eventuell und überhaupt und ich muss mal gucken, weil dann dreht ihr noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife. So. Die Selbstliebe, genau das ist es. Die Selbstliebe, liebe dich für alles, was du bist. Liebe jede deiner Seiten und kümmere dich gut um dich. Du bist wunderbar und hast immer das Beste verdient. Genau das ist eigentlich die Krux. Wenn du in der Selbstliebe bist, dann kann er gestolpert kommen. Wenn du aber noch in deinen Ängsten rumdümpele tust und denkst, ach du lieber Gott, wenn ich dem jetzt sage, hier, jetzt ist es rum, ich will das nicht mehr, dann ist der Vererb und Eiche weg. Nee, dann kommt er erst ins Fühle. So. Botschaften vom Seelenpartner. Ich fühle die Konsequenzen meiner Aktionen. Genau das ist es, die Selbstliebe. Wenn du in seiner Selbstliebe bist, dich zurücknimmst, dann spürt er hier die Konsequenzen und dann kommt er ins Tun. Mein Vertrauen wurde in der Vergangenheit missbraucht und diese Erfahrung möchte ich nicht noch einmal durchmachen. Ja, wer will das? Das will genauso der wie du. Wir gehen immer davon aus, nur wir leiden das ganze Gedöns hier durch. Nee, der leidet genauso. Der macht sich auch sehr viele Gedanken, wie es weitergehen kann. Der will auch in die Wunscherfüllung kommen. Endlich Heilung in seinem Leben haben, sich fest verwurzeln in der Liebe mit dir. Das will der genauso wie du. So, ich möchte dich so gerne in meinen Armen halten. Da habe ich noch ein Packelchen. Ihr wisst ja, ich mit meiner Klärhand, ich kann die alle nicht so mischen. So, ich brauche Mut, um mich meinen Gefühlen zu stellen. Das war's auch, das war die eine Karte noch aus dem Universum. Keine mehr. Er wird diesen Mut finden. Er wird diesen Mut finden, sich seinen Gefühlen, die liegen ja hier, zu stellen. Was dich betrifft. Du bist die Unterseite vom Kartendeck. So. Eine Botschaft von deiner Seele zu deiner Seele. Aber das gibt's ja immer. Ich habe immer schönes gerade ausgegangen. So, ihr wisst ja, dreimal Mische kommt nichts, ist es die Unterseite vom Kartendeck, Traurigkeit. Manchmal fühle ich mich sehr schlecht. Die Tränen laufen mir die Wangen herunter. Ich fühle auch, dass es dir nicht gut geht. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Der hat ja den Hackel, ach, den habt ihr nicht nur ihr. Warum machen wir es uns eigentlich so schwer? Warum wagen wir es nicht einfach? Es kann doch nur besser werden. Genau das ist es und genau darauf läuft es hinaus, wenn du es fließen lässt, wenn du in der Geduld bist. Geduld, ich sage das immer wieder dazu. Geduld ist ein menschgemacht Wort. Brauchen wir eigentlich nicht. Morgens aufstehen, Kaffee machen, Frühstück machen, Dusche gehen, Arbeit gehen.
einkaufen gehe, Sport mache, sich mit den Freundinnen treffe, den ganzen Tag beschäftigt sei, abends heimkomme, lecker kochen für sich, ein Gläschen Weide zu trinken, von mir aus auch einen Kamillentee oder ein Wässerchen, auf die Couch setze, irgendeinen schönen Film gucke, ein Buch lese, eine Meditation hören. Zack, ist es 10 Uhr. Wo war dann Zeit, in diesem geballten Tag an ihn zu denken, zu gucken, ist er bei Facebook, ist er bei Instagram, was hat er denn gepostet, wo ist er denn, was macht er denn, schieß mich tot. Also, ganz einfach, sei du selbst, mach du dein Ding. Und plötzlich ist er halt Jahr rum und man hat es gar nicht gemerkt. So, time for love. Also heute will wirklich, ist alles die Unterseite. So, positiv denken. Denke immer positiv, dies wird dich zum Erfolg bringen. Das ist es auch, genau das ist es. Ihr wisst ja, gell, ich meine Kameraerstellung. Ich hab's aber aufgegeben. Das sagst du was. Ich hab's aufgegeben, weil es wird nicht funktionieren. So, Universum sagt ja immer noch eine Karte drüber schmeiße. Was passiert? Zwei Stück. So. Der hatte mir das nicht eben da. Ach, gerade, ich muss mal wieder abdecken, sorry. Ich mache das aber so gern, dass ich mir da oben drüber lege. Die Selbstliebe, nee, hatte man nicht. So, also, die Selbstliebe, die lege ich nochmal hier hin. So, der Mond. Ihr habt beide Sehnsucht nacheinander. Ihr habt beide Sehnsucht nacheinander. Ihr möchtet beide wieder diese Verbindung spüren. Dieses Leichte, dieses Flirty, dieses Schöne. So. Und die Öffentlichkeit. Also. Entweder, ja, da sind noch ein paar Wolken am Himmel, entweder werdet ihr euch in der Öffentlichkeit sehen, per Zufall, beim Tanke, beim Einkaufen, beim was weiß ich, am See, beim Schlittschuhlaufen, ich weiß es nicht. Also, ihr werdet euch vielleicht in der Öffentlichkeit sehen, weil ihr habt beide Sehnsucht nacheinander, eure Seelen möchten zusammenkommen. Und was ihr als Menschen macht, das ist ja was ganz anderes, euer seelischer wollt ja zusammenkommen. Es geht etwas in die Öffentlichkeit, es gibt Gespräche, er wird sich dir öffnen, er wird dir sein Herz in Gesprächen öffnen, so kriege ich es gerade nochmal rein. So, danke. So. Es ist lustig, es ist wirklich heute alles unter der Seite Kartendeck. Wasser. Leichtigkeit, Genuss, was ich sag, lass es fließen, bleib in deiner Leichtigkeit, kümmere dich um dich, mach's dir schön, alles wird toll. Freude, Tanzen und Lachen, sowie auch Vergnügen sind die Bestandteile des Lebens. Dies fördert die Gesundheit und den Geist. Gönne dir etwas Ruhe, erlaube Freude, ohne Verpflichtung. Sobald du wieder mehr Leichtigkeit empfindest, wird sich vieles zu deinen Gunsten fügen. Das ist es. Lass es fließen. Lass das Leichte reinkommen. Hier. Fließen, fließen, fließen. Dreimal Karten mit Wasser. Gib's nach oben ab. Sag hier, Universum, seh zu, wie du jetzt mit mir ähnlich wirst. Mach du, was für mich gut ist. Und wie gesagt, das Universum will ja nur Gutes für uns. Und wenn man manchmal denkt, es kommt was Schlechtes, ist es trotzdem unterm Strich was Gutes. Schon wenn ihr die Unterseite seid. So, und wenn ihr den Mond, also die Sehnsüchte, zweimal Mond, die Sehnsüchte, das Tiefgründige, das, ja, dieses Abgeben nach oben, dieses einfach Vertrauen. Gerade jetzt haben wir bald wieder Vollmond, also bald ist relativ, am nächsten Vollmond, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, macht doch einfach mal ein schönes Vollmondritual. Schreibt dem Universum einen Brief, was ihr gern alle möchtet, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Gebt es nach oben ab. Besser kann es nicht sein. Krieg ich noch was? Universum sagt, nee, mehr trinke weiter Kaffee. So,
Die sind auch sehr lustig. Die sind wirklich, wirklich sehr lustig. Ich erlebe das ja immer im Taxi, wenn ich dann irgendwas nach oben abgebe. Oder ich bin immer muckelig, weil ich eine Stunde stehe und denke, boah, ich laufe gleich, es passiert nichts. Und zack, kommt eine Fahrt. Und dann, weil ich gemault habe, kommt irgendeine Fahrt, die scheiße ist. Wo der Gast blöd ist oder was auch immer. Da denke ich, okay, ich hab's verstanden, ich lasse es fließen. Und zack, dann kommen drei Pfade, die toll sind. Das Universum ist wirklich auch sehr lustig. Mir vergesse das manchmal. So, ihr Lieben. Nice Weekend. Schönen Start ins Wochenende. Lasst es fließen. Hier haben wir ganz viel dabei. Für viele ist ja auch sind die Sterne das Universum. Also es ist immer bei uns. Es kommen schöne Nachrichten auf dich zu. Neuanfang in kleinen Schritten spiegelt auf das Glück. Die schönen Nachrichten brauchst noch ein bisschen Geduld, aber das Schiff ist am Brummen, das hältst du nicht mehr auf. Seelenverbindung, weise Gespräche, schöne Gespräche. Über die Gefühle müsst ihr reden, wenn die Zeit da ist, wenn er hier als Freund wieder ums Eck geschissen kommt. Guck mal, im Grunde ist es doch aber so, er weiß ja selbst, dass das hier die Liebe ist, dass er nicht nur als Freund in deinem Leben bleiben will, sondern als, ich hab gar nicht geguckt, wie es weitergeht, gell? Guck mal, also gut, also du bist die Unterseite vom Kartendeck, manchmal ist es halt so, gell? Und dann liegt das Universum schon dabei. Der Fuchs zeigt auf das Universum. Alles wird von oben richtig gemacht. Aber ich glaube, ich habe jetzt Fronzele am Maul, weil ich das jetzt dreimal gesagt habe. Und hier liegt er schon. Alles Lügen, Betrügen, was es gegeben hat. Wenn da noch Black Mamba ist, bei den meisten ist es ja so. Das geht raus. Er möchte, dass dieses Lügen, Betrügen aufhört. Er kriegt das auch immer mehr von oben runter gesteckt, dass das einfach scheiße ist. So, und guck mal, nur die zwei Karten, Fuchsschwanz zeigt aufs Universum, nur die zwei Karten liegen noch zwischen euch. Die feste Verbindung im Sommer, auch was die Öffentlichkeit betrifft, hatte mir hier die Öffentlichkeit, da müssen noch Blockaden rausgehen, er kommt wieder in seine Stärke, er wird Entscheidungen treffen, da wo er jetzt ist, fühlt er sich nicht sehr wohl. Er hat Sehnsucht nach dir. Ganz plötzlich wird diese Sehnsucht noch mehr entfacht. Also das ist ja auch so, man ist ja nicht stets und ständig in der Sehnsucht und denkt, ach Gott, wo bleibt er dann? Nee, und plötzlich, zack, ist es da. Dann möchte er die Veränderung haben. In die Leichtigkeit kommen, in dieses Schöne. Es wird Geschenke geben, in deine Richtung. Sei es ein Treffen, sei es eine schöne Nachricht. Also es wird ein Geschenk auf dich zukommen. Es wird dieses Unbeschwerde, diese flirty Stimmung, die kommt wieder rein. All das wird abgeschlossen, damit Neues beginnen kann. Er macht sich jetzt sehr viele Gedanken darüber. Es wird ein Ende geben, damit es einen neuen, glücklichen, schönen, zufriedenen Anfang geben darf. Was auch die Sexualität betrifft. Black Mamba geht raus mit Sicherheit. That's it. Nice Weekend. Und ich hab's ganz lang nicht gesagt. Macht nix, was ich nicht achte, Date. Ciao, ciao.